In Vatikano diese Woche. Papst Franziskus hat bei der Abschlussmesse der Bischofssynode Paul VI. Selig gesprochen. Synodenteilnehmer berichten über ihren Eindruck. Der Papst konzentriert sich weiterhin während eines Konsistoriums auf die traurige Lage der Christen im Mittleren Osten. Freunde Pauls VI. Erzählen mehr über den neuen Seligen. Ein Gynäkologe kommt zu Wort, der erfolgreich Paaren dabei geholfen hat, natürlich und im Einklang mit der katholischen Lehre zu empfangen, und das seit 30 Jahren. Begleiten Sie uns zu einer Kunstausstellung über Paul VI. All dies und der Erzbischof von Taiwan berichtet über das zunehmende Zusammenleben vor der Ehe und gleichgeschlechtliche Partnerschaften in seinem Land. Lateinamerikaner beten zusammen für die Familie. All dies jetzt, hier in Vatikano. Giovanni Battista Montini, besser bekannt als Papst Paul VI., ist von Papst Franziskus selig gesprochen worden. Franziskus stand auf dem Petersplatz am 19. Oktober der feierlichen Zeremonie vor. Es war gleichzeitig die Abschlussmesse der zweiwöchigen außerordentlichen Bischofssynode für die Familie. Nach dem Tod von Johannes XXIII. War es Paul VI., der das Zweite Vatikanische Konzil weiterführte und zum Abschluss brachte, das vor 50 Jahren die Kirche reformieren sollte. Paul VI. Hat es wirklich verstanden, Gott zu geben, was Gott gehört, indem er sein ganzes Leben der heiligen, gewaltigen und äußerst gewichtigen Aufgabe widmete, die Sendung Christi in der Zeit fortzuführen und über die Erde auszudehnen. Er hat die Kirche geliebt und hat sie geleitet, damit sie zugleich liebevolle Mutter und Ausspenderin des Heils für alle Menschen sei. Auch Benedikt XVI. Nahm an der Messe teil. Es war sein 5. öffentlicher Auftritt, seitdem er vom Papstamt zurückgetreten ist. Gleich nach der Messe betete Papst Franziskus den Angelus mit den Gläubigen und fand noch weitere Worte über den neuen Seligen. Es war der Weltmissionssonntag und der Papst erinnerte an den missionarischen Geist von Paul VI. Er war ein großer Verfechter der Mission Ad Gentes, wofür besonders die apostolische Exhortation Evangelii Nuntiandi Zeugnis ist, mit der er den Missionsgeist der Kirche wieder angestoßen hat. Diese Exhortation ist immer noch aktuell und behält ihre Dringlichkeit. Es ist von großer Bedeutung, dieses Element des Pontifikates von Paul VI. Zu berücksichtigen. Gelassen kann ich sagen, dass wir im Geist der Kollegialität und der Synodalität wirklich eine Erfahrung von Synode gemacht haben, einem gemeinsamen Weg. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben jetzt noch ein Jahr, um die hier vorgeschlagenen Ideen in einer wirklichen geistlichen Unterscheidung reifen zu lassen und konkrete Lösungen für alle Schwierigkeiten und die unzähligen Herausforderungen zu finden, welchen die Familien begegnen müssen. Antworten zu geben auf die vielen Entmutigungen, welche die Familien umgeben und einschnüren. Eine Synode kommt zum Abschluss, eine steht bevor. Nach dem zweiwöchigen Treffen der Bischofssynode für die Familie hat die Kirche ein Jahr Zeit, sich auf die Synode 2015 vorzubereiten. Sie wird auf der Relatio Synodi beruhen, dem Dokument, das die Ergebnisse der Diskussionen zusammenfasst, die während der Synode stattfanden. Und weil es ein Weg war, gab es sie bei allen Wegen Momente von großer Geschwindigkeit, als ob man gleichsam die Zeit besiegen wollte und mit größerer Geschwindigkeit zum Ziel kommen wollte. Es gab andere Momente der Müdigkeit, als ob man sagen wollte, dass es jetzt reicht. Es gab wiederum andere Momente der Begeisterung und des Fleißes. Es gab Momente des Trostes. Und weil es ein Weg von Menschen war, gab es auch Momente der Trostlosigkeit, der Spannung und der Versuchung. Di tensione e di tentazione.
Die Synodenteilnehmer bedanken sich mit vierminütigen Standing Ovations. Was in den letzten zwei Wochen hier geschehen ist, ist wirklich ganz außerordentlich. Und es wurde als Erdbeben bezeichnet. Das ist vielleicht übertrieben, aber etwas Wahres ist dran. Was hier geschehen ist, ist, dass die Stimme der Hirten im Herz der Weltkirche gehört wurde. Normalerweise war es mit den Synoden so, dass die Hirten kamen und sich zu Wort meldeten. Der Vatikan antwortete dann, das ist alles schon gut, aber wir werden weiterhin uns nur um die Aufrechterhaltung der kirchlichen Lehre kümmern. Diesmal fragte Franziskus, nein, ich möchte, dass die Hirten uns sagen, womit wir uns beschäftigen müssen, und dann werden wir weitersehen. Wir werden hier zusammenarbeiten. Was er damit getan hat, ist eine ganz neue Sache, ein neuer Geist, eine neue Haltung oder Sprache, die die ganze Synode charakterisierte und eine Seite der katholischen Kirche zeigt, die ich als Katholik sehr gut kenne. Aber andere Menschen sehen sie vielleicht weniger. Sie sehen nur eine harte, strenge, verurteilende Kirche, denn sie erleben die Pastoral nicht. Was Franziskus getan hat, ist das Lehramt und die Pastoral zusammenzubringen, das Zentrum und die Peripherie, das Örtliche und die Welt. Er bringt diese Pole zusammen, und das war wirklich sehr aufregend. Für diesen kolumbianischen Anwalt und Universitätsprofessor, der auch an den Synodengesprächen teilnahm, ist Bildung der Schlüssel der Zukunft für Familien. Ich denke, dass Bildung von überaus großer Bedeutung ist. Wir müssen uns selber erziehen. Wir müssen unsere Mitbürger bilden, die am öffentlichen Leben teilnehmen wollen. Wir müssen uns zusammentun. Möglicherweise mögen wir Positionen haben, die diametral dem Verständnis des Evangeliums entgegengesetzt sind. Aber das Wichtigste ist, dass wir uns dessen bewusst sind, dass jeder eine Aufgabe hat und dass wir Verantwortung nicht auf die anderen abschieben, sondern sie selber übernehmen. Darum ermutige ich junge Menschen und Eltern, das Leben der Kinder zu verteidigen, das Recht auf Erziehung und eine positive Weltanschauung beizubehalten, die erkennt, dass nicht alles verloren ist. Das sind einige Dinge, die wir bereits erreicht haben. Lateinamerika ist sehr weit gekommen bei der Bildung für die Armen, obwohl es noch viel zu tun gibt. Auch das ist die Botschaft des Evangeliums, für die Rechte von Kindern zu arbeiten, für die Rechte von Frauen. Und ich denke, dass es eine große Verantwortung ist, die wir als Weltbürger und als Gläubige der Kirche haben. Also, der erste Schritt in dem zweijährigen Prozess ist gemacht. Nun richten sich alle Blicke auf die Synode des kommenden Jahres, von der aus die Führung des Heiligen Vaters die Richtung für die Familien der kommenden Jahrzehnte festlegen wird. In einem Konsistorium, das ursprünglich für neue Kandidaten von Seligsprechungen organisiert wurde, nutzte der Papst die Gelegenheit, über die derzeitige Krise des Mittleren Ostens zu sprechen. Er unterstrich die Bedeutung des ständigen Gebets, der effektiven Verteidigung der Christen vor Ort und forderte besondere Aufmerksamkeit für sie angesichts ihrer traurigen Lage. 86 Kardinäle und Patriarchen waren anwesend. Alle Ostpatriarchen waren unter den Teilnehmern und hatten die Chance, zu Wort zu kommen. Wir sprachen über die Situation der Christen, die eine sehr, sehr kritische Phase der Geschichte durchleben müssen. Nach den Angriffen des sogenannten Islamischen Staates, der Krise in Syrien, im Iran und den Spannungen im Libanon. Der Leiter des Pressebüros des Heiligen Stuhls erklärte den Journalisten die Themen des Konsistoriums am 20. Oktober. Alle Teilnehmer waren dem Papst sehr dankbar für seine zahlreichen Thematisierungen dieser Probleme. Gerade in diesem Moment habe ich wirkliche Wärme und Unterstützung zwischen Papst und Kardinalskollegium gesehen, sodass die Christen in diesen Regionen sich von den Repräsentanten der Weltkirche verstanden wissen können. Das Pressebüro des Heiligen Stuhls hat auch angekündigt, dass Papst Franziskus während seines Besuches des Landes im Januar einen Sri Lanka selig sprechen wird. Für viele Menschen heute mag Paul VI. Nur eine historische Figur sein. Für zwei französische Kardinäle in Rom war er ein Freund. Kardinal Roger Etchegaray erinnert sich an den missionarischen Geist von Paul VI. Ich habe viele Erinnerungen an Papst Paul VI. Und viele Erinnerungen an gemeinsame Zeit mit ihm.
aber sie bleiben kalt. Ich würde niemals vergleichen, wer ein besserer Papst war. Ich weiß überhaupt nicht, wie vielen Päpsten ich begegnet bin, aber für mich war Papst Paul VI. Nicht der Beste von allen. Jeder von ihnen hatte seine eigene Spiritualität. Aber ich denke, dass Paul VI. Noch zu wenig bekannt ist. Ich denke, es wäre vorteilhaft, wenn man sich seiner Spiritualität annimmt. Es gibt Worte, mit denen man ihn leicht charakterisieren kann, und ich denke, es ist fair zu sagen, dass Paul VI. Ein Mystiker war. Paul VI. War wirklich ein Mystiker. Ich erinnere mich, wie wichtig der heilige Paulus für ihn war. Paulus der Apostel, der Missionar. Daran erinnere ich mich gut. Der Papst, der so schüchtern schien und so wenig sprach und nur so wenigen Menschen vertraute. Er hatte eine apostolische Mission. Kardinal Paul Poupart kannte Paul VI. Gut und schätzte ihn sehr. Das ehemalige Mitglied der römischen Kurie meinte, Paul VI. Habe die Kirche durch die schwierigste Zeit der Geschichte geleitet. Er nannte ihn den ersten modernen Menschen, der Papst wurde. Ich schrieb, dass er der erste moderne Mensch sei, der Papst wurde. Warum? Weil ich mich deutlich an eine leidenschaftliche Predigt auf dem Petersplatz erinnere, am ersten Tag seines petrinischen Amtes. Die Passage der Predigt war auf Französisch, und ich erinnere mich an seine gut geschriebenen Werke auf Französisch, dieser, wie er sie nannte, formidablen Sprache. Dieses Adjektiv akzeptierte er. Und der erste Akt als Papst war eine Frage, die er oft stellen würde. Werden wir es verstehen, die Stimmen der modernen Welt zu hören? Und so entstand seine erste apostolische Enzyklika Ecclesiam Suam vom 6. August, dem Fest der Verklärung. Sie ist dem Dialog gewidmet, denn um der Welt die Wahrheit zu vermitteln, müssen wir dialogisieren. Die Enzyklika besagt, dass die Kirche, bevor sie verkündet, zuhören und dialogisieren muss. Aber der Dialog muss dem Heil der Menschen dienen, ihnen die frohe Botschaft des Evangeliums bringen. Ma il dialogo di salvezza per portare la buona novella del Vangelo. Dies sind die Erinnerungen an Paul VI., einen Papst, den Franziskus sehr schätzt. Von Papst Paul VI. Stammt die berühmte Enzyklika mit dem Titel Humanae Vitae. Sie handelt von ehrlicher Liebe, verantwortungsvoller Elternschaft und erteilt allen künstlichen Empfängnisverhütungsmitteln eine Absage. Fast 30 Jahre später gründete dieses Paar das Institut Pauls VI. Für die Studien der menschlichen Fortpflanzung in Omaha, Nebraska. Wir wollten ein Mayo-Klinik-ähnliches Programm gründen, das sich mit der Behandlung von weiblichen Fortpflanzungsstörungen beschäftigt und dies auf eine Weise tun, die der katholischen Lehre kohärent ist. Wir haben nicht nur das erreicht, sondern wir hatten auch riesige Erfolge. Ich kann nicht sagen, mir fehlen einfach die Worte für den Grad meines Erstaunens über unseren Fortschritt, denn wir hatten uns das von vornherein nicht so vorgestellt. Wir wollten immer nur einen Schritt nach dem anderen gehen und bauen, bauen und bauen. Und nun haben wir eine komplette Frauengesundheitswissenschaft entwickelt, die mit der katholischen Lehre vereinbar ist und die höhere Erfolgswerte hat, als die allgemeinen medizinischen Praktiken es versprechen. Er entwickelte NAPRO Technology, eine wirksame Weise, Unfruchtbarkeit zu behandeln, immer mit seiner Frau an seiner Seite. Es bereitet mir große Freude als Frau, andere Frauen zu sehen, die sich nun zum ersten Mal in der Weltgeschichte kennen. Es ist die erste Generation, die unsere Generation, die wirklich ihren Körper versteht. Und das ist revolutionär. Paul VI. Hat die Hillgers zu ihrer Arbeit inspiriert. Und diese Seligsprechung gibt ihnen weiteren Auftrieb. Lord, make known to all the wisdom of your cross by the witness of the martyrs. It brings a lot of emotion out of me personally. Bei mir löst dieses Ereignis große Emotionen aus. Manchmal ist es schwer für mich, darüber zu sprechen, denn er hat so viel gelitten. Er war ein unglaublich mutiger Mann, und ich habe persönlich keinen Zweifel daran, dass er im Himmel ist.
Ich bin der Kirche zutiefst dankbar, dass sie ihn als Seligen anerkennen, und ich hoffe, dass er eines Tages heilig gesprochen wird. Daher haben wir seinen Namen für unser Institut ausgewählt. Jedes Mal, wenn wir in Rom sind, gehen wir zu seinem Grab und beten zu ihm: Sie haben uns in diese Schlamassel geführt. Sie werden uns auch wieder herausführen. Mein geistliches Leben ist vielleicht nicht das eines Papstes, aber ich bin sehr praxisorientiert. Die einfache Tatsache, dass wir seit 29 Jahren ein offenes Zentrum führen, in einem Umfeld, das zu 99% antagonistisch ist, ist in sich schon ein Wunder. Das wird natürlich für so eine Heiligsprechung nicht anerkannt, aber ich kann Ihnen sagen, dass der Weg ein rauer war, und er war immer bei uns und hat für uns Fürsprache gehalten. Der Name des Institutes wird bald geändert zu Institut des seligen Pauls des VI. Werfen wir einen Blick auf den Stundenplan des Papstes. Er begegnete der Präsidentin Südkoreas am 17. Oktober, 2 Monate nach seinem Besuch in dem Land. Präsidentin Geum-hye Pak ist Südkoreas erster weiblicher Präsident. Sie wurde katholisch getauft, als sie an einer Jesuitenuniversität studierte. Dann begegnete der Papst am Folgetag einem anderen asiatischen Politiker, dem Premierminister von Vietnam. Es war der 2. Besuch von Nguyen Thanh Dung im Vatikan, nachdem er vor 7 Jahren Benedikt XVI. Begegnet war. Die diplomatischen Beziehungen wurden im Jahre 1975 abgebrochen, aber nach weiteren Besuchen von mehr als 20 Vatikan-Delegationen traf Nguyen Benedikt XVI. Und die diplomatischen Beziehungen wurden wieder aufgenommen. Im Jahr 2009 wurde eine Vatikan-Vietnam-Arbeitsgruppe gegründet, die an formellen diplomatischen Beziehungen arbeiten sollte. Diese tagte letzten Monat zum 5. Mal. Papst Franziskus und der Premierminister sprachen auch über den Beitrag der Kirche an der Entwicklung Vietnams. Am Mittwoch folgte seine wöchentliche Generalaudienz auf dem Petersplatz. In seiner Katechese erklärte er den Pilgern, was es mit wahrer Liebe auf sich hat. Es geht dabei nicht einfach um Worte, sondern um einen sehr inhaltsreichen Ausdruck. Die Kirche ist ein Meisterwerk des Heiligen Geistes, die in jedem von uns den auferstandenen Herrn eingießt und uns in Einheit zusammenbringt, bis wir zu einem aus einer liebenden Gemeinschaft gebildeten Leib werden. In der Taufe vereinen wir uns ganz mit Christus, dem Haupt, und unseren Brüdern desselben Leibes. Der Apostel Paulus entdeckt ein Spiegelbild dieser tiefen Vereinigung in der christlichen Ehe, die er mit der Einheit von Christus und seiner Kirche vergleicht. Wahre Gemeinschaft schaffende Liebe drängt sich nicht auf und ist nicht heimtückisch. Sie zählt nicht die erlittenen Verletzungen und genießt es, Gutes zu tun. Sie ist nicht neidisch, sondern kümmert sich um die anderen mehr als um sich selbst. Sie leidet mit den Letzten und den Notleidenden und schätzt und anerkennt diejenigen, die durch Taten im Verschlossenen demütige Dienste leisten. Im Vorfeld der Seligsprechung von Paul VI. Wurden gleich 2 Kunstausstellungen in Rom ausgerichtet, die an ihn erinnern sollten. Eine wurde von den Vatikanischen Museen organisiert und befindet sich im Inneren der Kolonnaden des Petersplatzes. Sie trägt den Titel »Paul VI. Und die Künstler, ihr seid die Hüter der Schönheit der Welt«. Auch der Direktor der Vatikanischen Museen, Antonio Paolucci, war anwesend. Papst Paul VI. Weihte die Abteilung der modernen Kunst in den Vatikanischen Museen 1973 ein. Diese Ausstellung erlaubt es den Besuchern, sich in die Zeit zurückzuversetzen, als Papst Paul VI. Mit Künstlern in der Sixtinischen Kapelle zusammentraf. Er bat sie, eine neue Beziehung zwischen der Kirche und der Kunst herzustellen. Sein eindringlicher Aufruf war: Wir müssen eurer Stimme Raum geben, die zu solch einem mächtigen Gesang fähig ist. Der Erzbischof von Taipei, der Hauptstadt Taiwans, ist Oberhaupt von 40.000 Katholiken. Er zeigte sich erleichtert darüber, dass wichtige Probleme der Familie heute während der Synode für die Familie zur Sprache kamen.
Ich werde unserem Volk erzählen, dass die Kirche die Probleme der Gesellschaft heute wahrnimmt. Die Probleme der Familie. Die Kirche weiß um die Dringlichkeit dieser Probleme. So haben wir es in der Synode gehört, die Schwierigkeiten zu lösen versucht hat. Viele Menschen haben über die Probleme gesprochen und über Lösungsmöglichkeiten. Wir haben noch keine abschließende Antwort, aber wir haben eine Wegweisung. Ich weiß, dass die Synode zumindest unsere Sorgen aufgenommen hat, unser Mitgefühl und unsere Barmherzigkeit. Wir haben gesehen, dass homosexuelle Partnerschaften, voreheliches Zusammenleben und Polygamie allgemeine Probleme sind. Auch wenn das Problem der Polygamie zum Beispiel vor allem in Afrika vorherrscht, gibt es das Problem des vorehelichen Zusammenlebens überall. Der Erzbischof hob hervor, dass sein Volk hinter der Ehe als Einheit von einem Mann und einer Frau stehe. Diese Art der Bewegung für Homopartnerschaften gibt es überall. Die Kirche in Taiwan ist sich des Ernstes dieses Problems bewusst. Anstelle von Vater und Mutter zu sprechen, spricht die Regierung nur noch von Eltern. Anstelle eines Mannes und einer Frau kann es zwei Männer oder zwei Frauen geben. Das spricht gegen die Lehre der Kirche von der Ehe. Die Kirche kann solches mit Sicherheit nicht akzeptieren. Wir müssen die Ganzheitlichkeit der Familie verteidigen. Während der zweiten Woche der Synode wurde im Vatikan eine Messe für die lateinamerikanischen Bischöfe und Kardinäle zelebriert. Mehrere lateinamerikanische Kardinäle waren anwesend, um für die Familie zu beten. Der Messe stand der Mexikaner José Francisco Robles Ortega vor, in der vatikanischen Pfarrkirche der Heiligen Anna. Familie ist lebenswichtig, nicht nur für Mexiko oder jedes andere Land, sondern für die Menschheit selber. Sie ist ein wirkliches Erbe, die Grundlage der Gesellschaft und der ganzen Menschheit. In Mexiko und Lateinamerika hat die Familie glücklicherweise ein gutes Fundament im Denken, Herzen und Willen der Menschen. Aber es gibt Angriffe auf die Familie, die auf der ganzen Welt verbreitet sind. Aber sie ist immer noch eine geliebte und geschätzte Institution und es muss viel getan werden, um sie zu schützen, sie zu stärken und sie vor den Angriffen zu verteidigen. Bei der Synode brachte der Mexikaner ein zentrales Thema zur Sprache. Mein Beitrag war, den Prozess der Ehevorbereitung hervorzuheben, die ein Versprechen des Glaubens ermöglicht, ein Versprechen fürs Leben, damit einer Familie eine stabile Grundlage gelegt wird, die der Gesellschaft viel Gutes tun wird. Mein Thema war also die Bildung in der Ehevorbereitung.